Jagd auf das legendäre Zapdos steht im Titel, also wollen wir das auch angehen. Es haust im Kraftwerk und das ist ein bisschen versteckt, nämlich hier hinten in der Nähe des Felstunnels und nur mit Hilfe von Surfer kommen wir dorthin. Und das erste, was uns begegnet, ein Tintacher. Das erste Surfer-Pokémon, genau. Wo bist denn du eigentlich hin? Beim Surfen kann ich ja nicht mit. Ja, aber du solltest doch wohl trotzdem irgendwie mitfangen können, ja, oder? Ja, keine Ahnung, anscheinend ja gar nicht. Einer hat auch geschrieben, dass man die Wasserrouten nur alleine machen kann. Und nicht Nein! Doch, also auch die ganzen Kämpfe oder so, da kann ich dann angeblich gar nicht mitwirken. Nein! Also, das wäre wirklich zu lächerlich, selbst für Game Freak. Chat. Redet nicht so einen Unsinn. Das kann nicht sein, Digga. Anstatt, dass sie mich einfach auf Surfbrett dazu machen, aber auch wenn ich mich versuche... Aber du kommst jetzt wirklich nicht, oder was? Support. Nein, das geht nicht. Und wenn ich jetzt hier anlege? Ja, dann schon, aber halt beim Surfen nicht. Also können wir auf hoher See zusammen keine Pokémon fangen? Ja. Ich kann auf hoher See gar nichts beitragen anscheinend. Wo ist der Real Talk des Chats? Ist, glaube ich, leider so. Irgendwelche heftigen Pokémon-Experten am Start. Hoffentlich triggern euch die drei Vögel nicht zu doll. Also momentan triggert mich das Spiel auf andere Art und Weise, weil wenn sie jetzt wirklich nicht mitmachen kann, bedeutet das ja auch Schlimmes für die nächsten Parts. Ich meine, jetzt kommen generell einige Wasserrouten. Ist aber wahr. Ist so. Ich wollte das auch nicht glauben, aber jetzt, wo du dann losgesurft bist, ist mir das halt wieder eingefallen. Da war da ja noch was. Und wie ist es bei den Trainerkämpfen auf hoher See? Das auch nicht, da bin ich auch nicht dabei. Wie gesagt, ich bin auf hoher See komplett nutzlos. Hä? Ja. Was zum Fick, Nintendo? Ja, da, Juli hat recht. Gut, dass ihr nicht in Höhen seid. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Da könntest du einfach mal das halbe Spiel nicht mitspielen. Ja, okay, also wenn es jetzt wirklich so viele bestätigen, scheint es wohl wirklich Real Talk zu sein. Ja, was machst du dann in der Zwischenzeit? Mach mir einen Tee. Ein Donnerstein. Ach, ist das lächerlich. Aber immerhin, bei Zapdos kannst du noch mitwirken. Ja. Hier haben wir es schon erreicht. Hier ist doch was versteckt, oder nicht? Kraftwerk. Ich wollte auch gerade gucken, ob da was versteckt ist, aber scheinbar nein. Wir gehen hinein. Und danke Lukas Draxler für seine tägliche, brutal krasse Donny. Du siehst, immer wenn ich dich sehe, direkt am Stottern. Danke dir für 80 Münzen auch heute. Brutaler Support mal wieder. Kuss, Kuss, Kuss. Und dafür fangen wir dieses Slimer First Try. Ja. Und natürlich auch das Zapdos, welches sich hier verbergen soll. Aber wenn wir es fangen, heißt das nicht, dass die ganze Region keinen Strom mehr bekommt? Weil ich hab so das Gefühl, dass Zapdos ist halt so der Boss hier. Und ohne den läuft dann nichts mehr. Wäre schon eher frech, den einfach zu fangen und weiterzugehen. Wir würden die gesamte Region ins Verderben stürzen. Oh, Electek! Den wollte ich ja in Shiny. Hat bislang noch nicht geklappt, aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht läuft ja heute random den Shiny vorbei, wer weiß. 1, 2, 3! Erstmal das normale Fangen. Besser ist es. Ess jetzt einen Döner nebenbei, gönn dir. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Ein Jahr, glaube ich, keinen Döner mehr gegessen. Wobei, stimmt nicht. Einmal nach dem Friseur. Warte. 1, 2, 3. Fuck. Oh, schlecht. Ah, doch, zählt noch. Ja, aber trotzdem wenn auch nicht schlecht. Doppelt. Oh. 1, 2, 3. Das war zu schnell. 1, 2, 3 und schon hast du geworfen. So, ich bin noch in Reaktionszeit. Ja, weil der triggert mich jetzt. Und bleibt wieder nicht drin. Ja, moin.
Weil ich glaube, bei Elektek habe ich generell nicht so einen guten Draht zu. Das ist nicht deins. Das Pokémon macht mir wirklich nur Probleme. Weiß jemand, was in diesen Säcken hier ist? Soll das Zement sein oder was ist das? Ach, oh, da ist noch ein geboostetes. Ja, hallo, ja, moin, dann nehmen Alter. Wir doch das. Domtendo hat gute Erinnerungen an diesen Ort. Ich lese die Ironie bereits raus. Du hast recht. Eins, zwei, drei. Nicht mein Mikro zerstören. Blöde Mikro. Das ist nicht versichert. Wobei, bei dem wäre es schlimmer. Es ist einfach 30 mal teurer. Eins, zwei, drei. Als ob es dann wegspringt. Eins, zwei, drei. Ich hasse dich, Elektrik. Eins, zwei, drei. Nein. Das wäre jetzt gut gewesen. Warum nicht? Weil wir völlig aus dem Rhythmus waren. Ja, bei mir bleibt der drin, schau. Ja, du hast ja auch den Hyperball, nicht den Superball. Ja. Kein Wunder. Aber schön, dass das abgehakt ist. Tia Ella, danke dir für den Zehner. Ich schaue schon seit Jahren zu, mittlerweile mit einem 4-jährigen Sohn. Grüße an ihn. Er lacht bei deinen Ausbrüchen immer. Also wie am Anfang des Streams. Und den letzten Satz, sorry, aber haben wir ja schon oft gesagt, da können wir nicht drauf eingehen. Nein, auch nicht. Ja. Sound passt. Ich höre nie wieder auf den Chat, was das angeht. Hä, gleich schon hier? Nee, hier sind ja auch kaum Trainer eigentlich. Stimmt, ich glaube, oh, hier ist ein Voltoball. Ich glaube, es gibt gar keine Trainer, außer sie hier drin. Ja. Aber lass erstmal das Voltoball fangen. Aber... Oh, der hüpft ja auch so ekelhaft umher. Wobei, eins, zwei, drei! Keine Ahnung, wer jetzt ausgewichen ist. Eins, zwei, drei! Das war doch gut. Naja, was den Kreis angeht, eher nicht. Aber ETEP-technisch haben wir ja aufgeholt. Ja. Alles geil, was das angeht. Ich hatte hier einen Shiny Magnetilo gefangen. Stimmt, Magnetilo gibt's auch noch. Wird uns aber sicherlich noch über den Weg laufen. Ja, das kommt häufig vor. Jetzt erstmal den heftigen Kampf angehen gegen diese Spezialtrainerin. Komm her. Unter den Trainercodes steht das Kraftwerk. Auf Rang 2 der Orte, denen man auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist egal, wohin ich eingeteilt werde. Ich mache meinen Job immer gut. Soll ich dir das mal demonstrieren? Mhm. Ach ja, die Freuden meiner Arbeit. Los geht's. Small and Sassy lässt 20 Münzen. Dann gib Juli von mir bitte eine Umarmung. darfst später nicht mitspielen, leider. Ja. Sad life. Wir müssen echt noch eine Beschäftigung für dich finden. Haben wir neue Pokémon-Plüschis bekommen? Nein. Nur eins, ne? Ja, das... Keine Ahnung, oder wo zwei? Das auch ist. Das ist ja mega scheiße. Du sagst es. Und extrem ungewöhnlich, dass hier mit Fossil-Pokémon gekämpft wird. Naja, solche Spezialtrainer haben ja verschiedene Sachen. Oha, und der ballert die Hydro-Pumpe raus. Ja, Ripperino. Ripperino, ja. Deswegen habe ich es gesagt. Das habe ich jetzt mit der Power aber auch nicht kommen sehen. Shit. Ja, jetzt kann bestimmt auch noch Erdbeben, what's up? Lukas, hör auf, bitte. Warum zwei? Einmal ist mehr als genug. Schon wegen dem hohen Betrag. Please, no. Ey, zu wild. Im Chat auch schon weltbekannt, wie man sieht. Oh fuck, was ist das für eine Trainerin? Die ja, packt ja hier unendlich. Nein, bleib bei Donnerschlag, ist auch sehr effektiv. Echt? Ja. So ein Flug-Pokémon. Und es hat das Step drauf gegeben. Glücklicherweise geht der Steinhagel daneben. Aber nur auf mich und dich hat's getroffen. Laura Die mit dem Fünfer hatte gestern einen random Shiny Zubat und Sepa ohne Fangkette. Warum habt ihr das alle immer? Und wir sind hier sogar zu zweit und wir kriegen gar nichts. Wir sind in Let's Go 3 random Shiny Carpador begegnet.
Eins ist davon geflüchtet, aber es hat mich dann nicht groß interessiert, weil ich die anderen zwei hatte. Arrogant. Ja, die Wasserrouten, dieses Kraftwerk hier und die Siegestraße ist jetzt wirklich die letzte Chance, noch was abzuholen, ne? Ja, und die Seeschauminsel und das Pokémon-Haus. Ja, okay. Kommt doch noch ein bisschen mehr auf uns zu. Stimmt! Ja, die kämpft ja nur mit Fossil-Pokémon. Ja, ist wirklich die ultimative Fossil-Trainerin. Hätte man sich auch denken können, dass sie hier eine ganz, ganz spezielle, heftige Trainerin hinpacken. Weil hier kommt man ja nur hin, wenn man sich auch wirklich wissentlich dazu entscheidet. Es gibt hier kein storyrelevantes Ziel. Es ist Secret. Ja, das tote Rizeros mit der Hydropumpe. Ja, gut. Ja, Rino. Kann passieren. Hat nicht so ein Glück bisher. Für mich gibt's nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Ich habe noch was für dich. 5 Sonderbonbons. Nimmt okay. Mal mit. 10 Sonderbonbon leistet auch richtig gute Arbeit. Können wir für die Liga gebrauchen, bestimmt. So, jetzt erstmal wieder unseren Rino wiederbeleben, weil im Kampf gegen Zapdos würde ich dann doch auf es setzen wollen. Aber das habe ich ja auch gesagt, ne? Rizeros, wenn es mal von einer heftigen, speziellen Attacke getroffen wird, dann ist es leider ganz oft weg vom Fenster. Ah, da ist Magneton. Und da ist ja auch schon das Magnetilo. Magneton kommt auch wild hier vor, oder? Nur halt selten, ne? Ja, selten. 1, 2, 3. Als ob. Ja, war ja auch ein Scheißwurf. 1, 2, 3. Der ist besser. Ja, besser geht's nicht. Black Glurak. 3 Münzen, Head on me. Hab gestern ein Fanart an dich getwittert. Ich hoffe, es ist nicht untergegangen. Ich habe leider nichts gesehen. Hab mir Mühe gegeben und eine Woche dran gearbeitet. Hatte nochmal per PN geschrieben, aber ich wollte nicht zu aufdringlich rüberkommen. Die PNs werden auch ausgeblendet. Wegen Spam und so und Belästigung. Wenn du es an mich getweetet hast, normalerweise hätte ich es sehen müssen. Aber auch da wird manchmal was rausgefiltert. Ich hab's jetzt nicht dabei, aber ich kann gerne später nochmal danach suchen. Slime haben wir schon. Vorausgesetzt, du heißt auch so auf Twitter. Ja, ich gucke mal, aber ich kann es nicht versprechen. Wenn der Algorithmus für mich rausfiltert, dann wird's schwer. Waren hier nicht früher auch Elektrobälle? Ja, ganz viele. In Pokébällen? Ja. Haben sie das rausgenommen? Nein, ich glaube, es gibt eine Stelle, wo die dann wieder vorkommen. Aber halt noch nicht hier. Ich mach mal Lockduft an. Du willst es wohl wissen, was? Ja, Schutz. Ich würde schon gerne Magnetilo und so mitnehmen. Oder irgendein Shiny-Pokémon. Donner, ganz geil, aber speziell. Nix für unser da Pikachu. Ist ah, okay, das ist ein Elektroball. Sieht man schon, weil es umgedreht ist. Ja. Kabumm! Also haben sie es als kleines Meme noch mit reingenommen. Okay. Oh, hat sogar eine spezielle Mucke. Müssen wir es besiegen? Ich glaube, Tatsache, wir müssen es besiegen. Guck mal. Und dann. Und was ist, wenn es jetzt Explosion einsetzt? Holy shit, schnell, Schlagbohrer! Na, genug. Stimmt. Ist sogar schneller, aber haut nur Sternschauer raus. Ja, die meisten Elektro-Pokémon sind schneller. Ja, packen wir. Das war's für ihn. Ui, Joline, danke dir für die Mitgliedschaft. Und auch an Heilianischer Zocker mit der Blume jetzt am Start und Melanie Gärtner ist neu dabei. Danke euch dreien und viel Spaß mit den Emojis. So, und jetzt fangen wir dich. Moment. Ich will, dass er in der Mitte ist. In der Mitte. Ja, in der Mitte. Komm zurück. Ich hasse diese schrägen Würfe. Ich auch. Komm rüber. Er kommt nicht rüber. Doch. Das ist nicht. Das ist 1, 2, 3 ist egal. Ah, fuck. Nochmal. 1, 2, 3. Los. Wenn er drin bleibt, ist okay. Der Kreis war eigentlich klein, also eigentlich betrug das. Ja, aber wir haben nicht genau die Mitte getroffen, deswegen. Aber das ist bei den schrägen Pokémon halt auch super schwer. Egal, ich hab's gefangen.
Mit Pikachu kannst du jetzt schütteln. Ja, es wird die ganze Zeit schon angezeigt. Ich hatte gehofft, dass es irgendwann aufhört. Dann machen wir es halt. Was willst du, Pikachu? Es fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich aufgeregt. Ja. Das ist voll das Major Bob Outfit für Pikachu eigentlich. Hä, warum ist dieses Kack-Icon jetzt immer noch unten links? Oder ist das generell wegen dem Kraftwerk so? Weil es halt spürt, dass sie ein legendäres, schon. Krasses Pokémon haben. Soll ich darauf hinweisen? Ja, ich glaube, das soll wirklich so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Aber war das das einzige Elektroball? Gefühlt schon. Eigentlich müssten noch ein paar kommen. Früher waren es viel, viel mehr. Ja. Und da konnte man sie im Übrigen auch nicht erkennen. Unterscheiden, ja. Ja, die Smogon haben wir noch nicht gefangen. Wo bleibt denn der? Smogon ist doch im Pokémon-Haus und nicht hier. Nein, ich hab... Oder? Doch, Smogon ist im Pokémon-Haus. Das ist nicht hier. Hä, really? Ja. Schau, hier ist noch eins. Und dann ist es ein Shiny. Ich bin mir sicher, ich hab hier Shiny Smogon gefangen. Oder nicht? War das echt ein Pokémon-Haus? Soll ich mir Pokémon Let's Go oder Pokémon Schwert oder Schild kaufen? Guck in beide Let's Plays rein und dann fälle eine Entscheidung. Ah, Frischi schreibt, Smogon gibt es nur in Evoli. Aha! So, stimmt, Slimer kann ich mich gar nicht erinnern, dass es wild vorkommt. So, so. Slimer und Smogon sind exklusiv. Los! Aber warte, fangen müssen wir ihn, oder? Doch, tu mal. Ja, das gibt viele EP. Nur den Flex. Ich hab drüber geworfen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. Gut, wow. Ja, besser als nichts. Ja, Smogon ist versionsexklusiv. Alright. Mhm. Ja, weil ich konnte mich noch erinnern, das war mein Trostpreis, weil ich wollte ja Shiny Electek. Und dann kam Smogon. Nach, keine Ahnung, 5 Stunden habe ich gesagt, okay, nehme ich den. Nimmst, was kommt. Ja, kommt häufiger im Leben vor. Hey! So, waren wir jetzt in allen Gängen? Oh, da ist noch eins, aber den skippen wir jetzt, glaube ich. Ach, da unten waren wir noch nicht. Halt! Aber ist nicht unten? Da, wo du jetzt lang gehst, könnte es elektrisierend sein. Ist es nicht hier überall elektrisierend? Aber da besonders. Bleib an meiner Seite. Hä, ja, oder habe ich hier, mich getäuscht? Hier ist auch. Lol, jetzt kommt noch ein wildes. Ja, random. Ja toll, dann sind diese Special eigentlich voll unnötig. Ja, flüchte halt, was machst du? Ja, für die EP. Alles für die EP. Unsere Würfe werden stetig schlechter. Ja. Normalerweise verbessert man sich in etwas, was man häufiger macht. Was ist da los? Ja, dann nicht, komm. Wobei, man kann nicht flüchten, was zur Hölle? 1, 2, 3. Acht Stunden waren's. Ach so, okay. Mann, es bleibt doch drin. 1, 2, 3. Unten stand jetzt aber flüchten. Lassen sich die Pokémon leichter fangen, die man schon gefangen hat. Nur mit einem Wiederball. Ja. Aber den gibt's hier nicht. Wobei ich das auch für ein Gerücht halte. Also gefühlt. Glaubst du, die Entwickler lügen, oder was? Ja, keine Ahnung, aber mir kam das nie. Ja. Machen sie häufiger. Da ist schon was dran. Nee, aber habe ich mich da jetzt wirklich getäuscht? Ich dachte, da wäre schon der Raum. Lass mich. Weil hier muss doch irgendwo... Lol. Pff, okay. Über mich Hallo.
Slimog. Konzentration. Eins, zwei, drei. Drei. Ganz schlechtes Timing. Kann man sich Alola Raichu tauschen? Ja. Haben wir auch gezeigt, wo. Weiter, Reese. Danke dir für die Mitgliedschaft. Und TV HD lässt eine Münze da. Nark Knight auch eine. Dankeschön. So, der wurde jetzt wenigstens schnell gefangen. Easy. Ich finde ja seinen Pokédex-Eintrag so nett. Ach ja, hier. Nee, doch nicht. Hier links. WTF, aber da ist doch. Nein. Doch. Ja, wenn du links einfach weitergehst. Sind wir lost? Ja, dann war das ganz am Anfang. Dann holen wir das später nach. Hallo, Zapdos. Wie geht's? Auf mich reagiert es gar nicht. Stimmt, du hast vergessen abzuspeichern. Wenn es jetzt flüchtet. Dann ist es Schicksal. Reiß dir also den Arsch auf. Wir müssen es schaffen. Oh, die Stats von Zapdos wurden erhöht. Okay, keine Gnade. Volle Pulle reinhauen. Oh, und war da nicht gerade Pikachu? Pikachu, gib uns Boost! Danke. Du hast viel Länder gemacht. Warum hast du nicht Steinwurf gemacht? Ich habe doch gar keine Attacke auswählen können. Nicht? Nein, ich bin auf aber B gegangen. Aber er feuert euch nur an. Um den Boost zu aktivieren. So, alle Stats von Rino steigen. Ist ja nur fair, wenn Zapdos sich auch boostet. Oh, Lichtschild, Belasto. Zumindest für dich. Vielleicht wechselst du lieber das Pokémon aus. Ja. Ah, aber immerhin. Spezialangriff wieder gesenkt. Okay, gut. Ich kann den Steinwurf raushauen. Wechsel. Wobei, haben wir noch einen Spezialist? Ja, geh auf Metal Moody. Metal Moody. Nein, nicht auf Schlingen. Um Gottes Willen, wenn das eine... Wie gesagt, keine Gnade. Wir haben nur diese 4 Minuten und müssen jetzt regeln, sonst sind wir absolut RIP. Ja, und dann müssen wir es fangen. Sonst ich spüre eine dezente Belastung gerade. Alles locker. Traue mich gar nichts mehr zu sagen jetzt. Komm, nicht, keine Zeit schinden, der ja, Timer läuft. Ja, mach doch. Mach hinne. Panzerfäuste. Donnerschlag war auch nicht schlecht. Den Rizeros kann es nicht viel machen. Das ist hier der King. So, besiegt ist es schon mal, Boys and Girls. Danke, Rizeros. Aber jetzt muss auch das Fangen gelingen. Wir spammen die goldenen Bären als erstes. Lass es mich ja, tun. Lass es mich. Ich nur einer. Himmi. Wo sind die denn? Ach, wir haben nur silberne eine. WTF. Eine? Ja, ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ja, woher? Einsetzen. Was ist das für ein Scheiß? Geh auf B, ich will den Ball wechseln. Es ist doch eh egal, was... Es ist mir egal. Gleich flüchtet es. Eins, zwei, drei. Komm, bleib einfach drin auf Ehrenbasis. Ja, okay. Alles klar. Nimm die normalen Himmis. Ich schmeiß diese Bären weg. Die braucht keine, nein, kein Mensch braucht das die. Ist Himmi, ganz, ganz... Nein, ich will, dass er jetzt ruhig ist. Warte. Eins, zwei, drei. Am Gönn! Aha. Oh. Ja, nochmal machen wir das so mit dieser Strategie. Fuck. Ja, toll. Beste Position. Hä, wieso bewegt er sich denn noch? Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Geh auf B! Hat er überhaupt nichts gebracht? Der Cancer. Du hast sie auch nicht eingesetzt, oder? Doch. Drück mal. Ich hatte 3. Ach, wir werfen einfach. 1, 2, 3! Komm schon! Immerhin klappt es mit den Doppelbällen. Ja, nein! Und dann ist es geflüchtet. Normale Bäre. Hör auf, so Müll zu labern. Wenn du das sagst, dann passiert das auch.
1, 2, 3. Oh, scheiße. Nochmal. 1, 2, 3. Ach komm jetzt schon, der Ball war perfekt. Was willst du? Außerdem hat er noch eine Beere. Ah, es will einen auch triggern. Fick dich. Die normale bringt eh nichts. 1, 2, 3. Ist die nicht sogar kaputt gegangen? Sieht doch so aus, als würde die kaputt gehen. 1, 2, 3. Ja stimmt, das erklärt das. Wenn es so dieses Elektrofeld hat, dann wirken die Bären. Ich weiß, das kaputt macht. Geh auf B! Ja. Das hat die kaputt gemacht. Jetzt auch wieder. Ach komm, ist doch Betrug. Werfen. 1, 2, 3. Ich dachte, hier gibt's keine Fähigkeiten. Ja! Schau doch hin, wenn es sich so elektrisch auflädt, ja, und die Blitze überall sind, dann zerstört das die Bären. Aber es interessiert niemanden, weil es ist im Ball. Es ist im Ball? Stimmt, Chat, habe ich recht? Ja, Bären funktionieren nicht. Doch, die erste, wo es still gesessen ist, die hat funktioniert. Ja, aber dann auf jeden Fall. Weil es immer elektrisch sich aufgeladen hat. Guckt es euch an, guckt es euch im Video an. Es ist so. Und bei Lavados ist es genau dasselbe mit dem Feuer und bei Arktos mit dem Eis. Immer wenn da so Eissplitter um das Pokémon rum sind, kann man das nicht machen. Puh. Es ist drin. Gleich mal rausholen, um zu flexen. Boah, aber beim nächsten Mal müssen wir unbedingt dran denken, abzuspeichern. Ja. Weil das war jetzt schon sehr, sehr belastend. Aber dafür ist es auch wirklich purer Flex, wenn so ein Zapdos hinter einem herfliegt. Mhm. Geil. Ja, wir müssen aber nochmal rein. Aber was haben wir verpasst? Und wie konnte das passieren? Oder haben wir es überhaupt verpasst? Ich kann mich aber nicht erinnern, da reingegangen zu sein. Einen Gang gibt es da noch. Mit Zapdos wollen wir es herausfinden. Nein, nicht nochmal. Mir ist nämlich ein bisschen zu viel Spam, aber hier ist noch ein Magneton. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Pokémon, die man hier bekommen kann. Geil. Wir müssen es nur noch auffangen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fabelhaft. Zappi, nenn es so. So habe ich sie mal als Kind genannt. Oh Gott. Zappi. Ja, du hast einen coolen Namen wählen wie Blitzregen oder sowas. Ich war halt nicht so kreativ. Bist du heute auch nicht? Lukas Draxler hat einfach nochmal 80 Münzen rausgehauen. Na gut, zur Feier von Zapdos lasse ich das mal durchgehen. Aber jetzt bitte nicht mehr den ganzen Monat. Hier waren wir nicht, warum ja auch immer. Ist hier nicht auch noch eine DM? Ganz hinten ist ein Elektroball. Ein Top-Trank. Aber ich glaube, früher war hier Donner als TM. Ja, Donner haben wir. Das haben wir schon gefunden, war aber deutlich mehr hier auf dem Hauptweg. Hier ist ein Elektroball, ja, okay, gut, dann raus hier. Da ist nicht mal mehr ein unsichtbares Item, also komplett waste of time. Okay, aber wir haben allen geilen Scheiß gefangen, das ist nice. Und es ging auch recht schnell. Ihr könnt die legendären Vögel später aber auch random auf den Routen fangen. Das wollen wir aber nicht. Mhm. Wir wollen die an ihrer Station direkt einfangen. Alles andere zur Feier des Tages für das Zapdos wahrscheinlich. Okay. Danke, Pikachu. Ist das Sushi? Sternstaub. Aha. Wird gleich mal verscherbelt bei eBay. Ja gut. Vielen Dank dafür. Wusste ich gar nicht, dass das einem auch was schenken kann. Sehr entspannend. Ja, ja gut, wenn Efuli einem was schenken kann, dann... Ja, aber auch bei dem wusste ich es nicht mehr. Also, ich dachte, die fordern immer nur und wollen selber alles haben. Die verwöhnten Viecher. Ja, und wenn der Chat am Anfang wirklich recht hatte, dann kannst du jetzt ja... gehen, eigentlich. Ja, eigentlich, ne? Schon. Tschüss. Aber wir warten nochmal ab, ob du nicht vielleicht doch bei den Trainerkämpfen wenigstens dabei bist. Aber das ist schon ein
unglaubliche Frechheit, dass man das nicht irgendwie versucht hat umzusetzen, dass du da mitsurfen kannst. Unfassbar. So. Vielleicht brauchen wir aber auch einfach nur ein größeres Pokémon, wie zum Beispiel Lapras. Wo wir beide drauf passen. Ja. Im Anime sind die ja auch um die Orange-Inseln rumgesurft. Eben. Mit diesen Lapras. Die waren da zu dritt. Viert oder so? Oder zu dritt? Zu dritt oder zu... Keine Ahnung. Auch ich glaube zu dritt. Rocco war nicht dabei, wenn ich mich nicht irre. Aber Misty. Ah, hier noch. Und halt dieser andere Dude. Ich hab's immer den Namen vergessen. Tracy? Ja, ich glaube schon. Alles klar. Oh, es gibt sogar noch zwei Trainer also hier an Land. Also hier kann ich mitkämpfen. Hier bist du definitiv noch dabei, richtig. Okay, dann hole ich noch Pikachu. Wobei, nee, der ist zu hoch gelevelt. Toxikraut. Und Rino sagt sich, ja, tschüss. Ohne mich, auf Wiedersehen. Kann ich gut verstehen, tschüss. So, aber mehr haben wir nicht. Ja, in der Arena wird der Rino wieder gebraucht werden. Nee, auch das nicht. Nicht? Nein. Nicht in einer Feuerarena? Ach so, ich habe schon einen Schritt weiter gedacht. Ja, sorry, hast du recht. Ja, okay. Hä? Richtig, wir brauchen noch einen guten Namen für Zapdos gerne. Und eigentlich auch für Lapras, oder? Wieso habe ich nicht Spukball gemacht? Was ist auch lost? Hätte das Psychokinese auf dich gemacht, auf Toxikraut, dann wär's das gewesen. Seien wir froh, dass es nicht so schlau war. Nalix Brandray, vielen Dank für 18 Münzen und willkommen im Chat. Luke Thunder. Zapdarino. Zapzarab wäre auch gut. Zapzarab, oh Gott. Warum nicht? Zapzarab? Also ich will das. Plessy für Lapras. Okay, das schon mal angenommen. Sparkle. Zäpfchen. BVB, direkt mal Timeout. Spaß. Nennt das Zapdos doch Frischi. Ist das Bestechung oder was? Ja, es soll schon passen, weißt du? Aber vielleicht das Mewtwo dann? Zeus. Zeus ist geil. Ja. Zeus ist angenommen. Danke. Bah, nimm dir doch ein Taschentuch, Junge. Ekelhaft, ey. Da will ich jetzt nicht mehr drin schwimmen. Also einmal Plessy. Weißt du nicht, wie es geschrieben wird, oder? Ich weiß, wie Plessy geschrieben wird. Okay. Wir sind Talk. Danke für den 18er. Eine weirden Message. Was zur Hölle? Achso, wegen 2 Milliarden Aufrufen. In 11 Jahren. Jetzt doch 11, oder? Ja, 11. Hast recht. Weiter. Ist ein unglaublicher Meilenstein. Gebe ich dir recht. Hat mich auch sehr gefreut. Das muss unten sein. Aida für Lapras. Zapzaraptor. Jetzt machen wir erstmal ohne Zeus weiter. Oder wobei, warte mal. Für einen Kampf kann er ja gerne mitwirken jetzt auf der Seeroute. Sieht man ihn auch mal im Battle. Ja, nichts bewegen, rein ins Team. Weil auch Epona hat hier eigentlich relativ wenig verloren. Wie auch du? Fragezeichen. Komm, setz dich auf das Zapdos. Hä, was zur Hölle? Pikachu, hör auf! Muss ich jetzt das Pikachu aus dem scheiß Team nehmen? Nein, du musst einfach Plessy aus dem Pokéball nehmen. Ach so, ja, gut.
So funktioniert das. Warte mal, ich will erstmal wieder da sein. Vielleicht klappt das jetzt. Hä? Ja gut, ich bin nicht dabei. Da ist schon noch ein bisschen Platz, Game Freak, oder? Ja, für ganz viele Leute. Was ein Schmutzverein. Also wenn du jetzt auch in den Battles nicht dabei bist, dann ist es einfach nur unglaublich traurig. Und da sollte man sich auch beschweren. Was ist das, Alter? Ich bin definitiv nicht in den Battles dabei. Bauen da so einen Multiplayer ein und haben das auch ein bisschen beworben und dann so eine Scheiße. Ja, moin. Ganz zur Hälfte. Multiplayer-Spiel. Ja, und jetzt? Ja, also ja, gut. Jetzt bist du nur noch für den Chat da, ja. Anscheinend. Ach, ist doch scheiße. Also wirklich, ganz, ganz, ganz großes Minus. Unglaublich. Das macht er auch auf das Surfbrett, hätten auch locker zwei Personen gepasst. Im Jahre 2017. Immerhin muss man sagen, dass die Wasserrouten hier jetzt nicht so lang gehen. Naja. Doch. Findest du? Ja. Das ist dann ja auch nochmal von Alabastia nach Zinnober. Ja, gut, aber wenn man das halt aufteilt, da ist auch noch eine schlimmere. Das ist schon einiges. So unendlich lächerlich. Sieht zwar mega schön aus, das Wasser und wie man drauf schwimmt und die Schwimmerinnen. Und die Pokémon, wie sie da aufploppen, aber dass man das mit dem Multiplayer hier einfach streicht, kein Verständnis. Du musst Jesus werden. Ja. Dann kannst du übers Wasser laufen, sagt einer im Chat. Könnt ihr mich doch eigentlich auf Zapdos setzen und hinterherfliegen? Du hast diverse Optionen, ja. Aber. Oder wenn du nicht einprogrammiert ist, dann. Oder wenn du auf dem Lapras eh bist, dann kann ich doch das Surfbrett nehmen, oder nicht? Oder so, ja. Einfach lächerlich. Lächerlich. Wir sind top mit drei Donis hintereinander. Was zur Hölle? Lapras-Hype. Ja, ich werde noch versuchen, einen Gyarados zu bekommen, weil auf einem Gyarados kann man auch auf dem Wasser reiten. Also du zumindest. Ich zumindest, genau. Gibt es noch andere Pokémon? Ich weiß es gerade nicht. Lapras, Gyarados? Eher nicht, ne? Turtok? Nein. Nein, Turtok nicht. Aber theoretisch sollte es doch auch gehen. Hat auch so einen Panzer, wo man drauf sitzen könnte, oder? Naja, vielleicht begegnet mir wenigstens ein Shiny Carpador. Oder Sterndu! Carpador hast du doch auch noch nicht gefangen. Doch. Haben wir doch ertradet für ganz viel Geld. Ach so, ja, stimmt. Hör auf, du blödes Vieh. Hör auf! Der Multiplayer wurde einfach null durchdacht. Lass doch Juli spielen. Ja, stimmt. Wir könnten uns abwechseln. Dann wär's fair. Ja, jetzt spielst du die Hälfte und den Rückweg mach halt ich oder so. Nee, schon innerhalb des Parts. Also ich sag mal so, ich mache jetzt noch den Trainerkampf und dann gebe ich's dir für zwei, drei Trainer. Hier, den da, den Den hab ich hast schon? Du schon, ja. Ja, ich sag ja, die Wasserrouten sind hier nicht so lang. Wenn du hier Shiny Lapras huntest oder so. Der ist noch da. Aber an sich cool und lebendig gemacht. Nur ja. Der Multiplayer ist und bleibt eine Frechheit und erreicht hier den Höchststand der Traurigkeit. Und Erbärmlichkeit. Ja, aber so sind die Wasserrouten schon sehr schön. Weil früher hast du die neben den Höhlen einfach nur gehasst. Ja, jetzt haben sie sie erträglich gemacht. Stimmt. Eissplitter. Mit Gyarados kannst du alle Kämpfe skippen. Hä? Ist der einfach zu groß, oder was? ETF? Warum lebt das scheiß Jurob noch? Toxikraut, was ist los mit dir? War's auch schon mal besser, ne? Ja. Wahrscheinlich hat er drei Jurobs. Befürchte ich auch. Schon mal überlegt, Hollow Knight zu spielen. Ja, wird irgendwann als Stream kommen.
auf dem Lapras ist kein 1,5 Meter Abstand. Ja, aber gut. Das Spiel spielt in 2017. Hier gibt's noch keinen Coroni. Ja. Hier ist noch alles gut. Tohairo, kann man auf ihm reiten? Bestimmt, aber existiert ja, in dem Spiel nicht. Gibt es hier nicht. Den hat es hier nie gegeben. Auf Kyogre oder Violet oder Valmer wäre das bestimmt nur auch gegeben. Gen 1 Pokémon plus Meltan und Melmetal. Die anderen gibt es nicht. Aber witzigerweise die Mega-Entwicklungen. Die gibt's. Nur ein Schwert und Schild. Von den Gen 1 Pokémon natürlich. Ja, nur ein Schwert und Schild gibt's nicht die dann nicht aber mehr. Aber hier in dem Game gibt's Megasteine. Ja. Das ist ganz, ganz seltsam. Ja, Megasteine hatten ja noch ihren Sinn, aber das Thema hatten wir ja schon. Vor allem für solche, ja, Nichtskönner wie Taubos oder Bibur waren die halt schon extrem wichtig. Oder auch für Gyarados. Ja. Gyarados ist auch so schon geil gewesen, aber... Ja, schon, aber ja, das... stimmt schon. Gut, dann mach mal weiter. Und... Genau. Black Glurak klärt auf. Aber niemanden übersehen, ne? Da oben links, ja, der Typ. Ja, aber man muss erst doch nach unten, oder? Nee. Oder ist da schon die Abbiegung nach rechts? Einfach nach den links. Oben rechts besiegen. Der ist dann noch im Eck. Ach so. Wir wollen niemanden vergessen, deswegen. Ja, okay. Ja, na klar. Also, Black Lura klärt auf. Ja, ich habe denselben Namen auf Twitter, aber auch Juli im selben Tweet geaddet, aber hat wohl auch nichts gebracht. Naja, Hauptsache, siehst es irgendwie noch. Müsste noch ein neuer Tweet sein. Ja, ich schau mal. Ja, ich bin zurzeit auch kaum auf Twitter, weil ich zu nichts komme. Da fällt mir ein, ich habe das von heute noch nicht gezeigt, obwohl es genau jetzt passend ist. Mache ich nach dem Kampf. Gib mir deine KP! Und schon mal Dankeschön für 1000 Likes! Darauf erstmal einen Schluck. Die Panik mit dem Zapdos hat mich lustig gemacht. Ich freue mich auf das Fanart für diese Situation. Ihr könnt ja raten, was ist es für ein Fanart? Was könnte es sein? Weil erstmal wird wieder das eingeblendet hier. Ja, ihr könnt ja eure kreativen Ideen freien Lauf lassen. Hallo, ignorierst du mich? Jetzt hast du den Trainer zu schnell angesprochen. Ich zeig's nach dem Kampf. Okay. Aber solange haben wir noch Zeit zu rätseln. Ja, der hat eh nur ein Pokémon. Ja, aber ein Gyarados. Geh lieber zu Pikachu. Ja, hab ich auch vor. Oder zu Zapdos. Schon mal überlegt, Tattoos zu machen. In letzter Zeit schon, aber ich glaube, es passt nicht zu mir. Was würdest du dir denn drauf machen? Einfach Sachen, die einen halt geprägt haben. Und die enorm wichtig für einen sind. Ich wollte mir immer früher so einen ganzen Oberarm so runter tätowieren. Echt? Ja. Weiß ich ja gar nicht. Ja. Und was sollte da drauf? Ja, verschiedene Motive. So ein Phönix wollte ich mir drauf machen. Aber ich habe halt immer so die Angst, wenn ich mir das drauf mache und so und mir das halt irgendwann nicht mehr gefällt. So, ich meine, heutzutage kann man ja die Tattoos entfernen lassen. Kann aber man sehr gut entfernen lassen sogar. Ja, aber trotzdem irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja, also ich denke, ich werde es nicht machen, aber schon überlegt. Träumen kann man. Ja. So, und hier haben wir dieses wunderschöne, passende Fanart, auch wenn du leider in-game nicht auf dem Lapras sitzen darfst. Nee, ich bin versunken im Wasser. Besonders mal wieder Pikachu am Chillen, sehr schön. Er genießt es. Ich gehe schon. Ja, ich übernehme wieder. Ja, mach durch. Oh, Tentoxa! Hallo! Tattoos sind unnötig und schädlich. Ja, erklär gerne, warum das so sein soll. Jeder kann ja mit seinem Körper machen, was er will. Ich hätte gern die Argumente gehört. Lol. Ja, ich werf doch wie ein Irrer, was willst du? Ja, super, jetzt haben wir keine Hyperbälle mehr.
Pokéball einfach fabelhaft. Hast du nicht genug eingekauft? Oh, er bleibt im Pokéball drin. Mhm. Und gleich bleibt er nirgendwo mehr drin. Ich habe eigentlich schon genug gekauft, aber... Wir haben halt so viel im Legi-Battle verballert. Och, komm schon, Bruder. Eine Beere. Wie kann das kein fabelhaft sein? Ja, das dachte ich mir gerade auch. Der Kreis war doch perfekt dafür. Aber gefangen. Die Beere hat gewirkt. Für den nächsten Part werde ich auf jeden Fall wieder Hyperbälle besorgen. Jetzt müssen wir durchhalten. Das einzige Pokémon, was wir jetzt noch finden können, ist sowieso Gardos. Talia hat geschrieben, hört mir bitte kurz zu, und zwar kann Juli ihren Controller in den Kämpfen schütteln und dann mitspielen. Das können wir ja mal ausprobieren. Was? Echt? Das werden wir gleich herausfinden, wenn du irgendeinen Trainer findest. Aber viele muss man, glaube ich, auch ansprechen. Von sich aus ignorieren die einen. Wir probieren es mal. Das wäre aber... Ich schüttel einfach dauerhaft. Ja, wieder typisch Game Freak. Erstmal dich wegteleportieren lassen und dann muss man sich selbst wieder einbringen, oder wie? Ja, aber keine Ahnung, wie wollen wir denn das machen? Schauen wir mal. Also ich drücke und schüttle, aber es passiert nichts. Nee. Nee, geht nicht. Auch wenn du schüttelst, auch wenn ich irgendwas drücke, nichts. Lame. Ich schüttel einfach mal den ganzen Kampf so durch. Nee, lass es. Jetzt hatte ich kurz Hoffnung, aber... Oder wir machen irgendwas falsch. Anscheinend geht's nicht. Justin, danke für 3 Münzen. Der Name für Zapdos steht aber fest. Und David lässt einen 10er da. Vielen Dank euch beide für die heftige Unterhaltung seit 10 Jahren. Ich bin jetzt 23, mache zurzeit mein Praktikum bei Nintendo. Ui. Auf hoffentlich viele weitere Jahre. Ja, viel Spaß dort. Und gerne dranbleiben, würde mich freuen. Beim Hauptmenü vielleicht? Nein, das ist alles Unsinn. Sonst würdest du ja nicht weggeportet werden, sobald wir das Wasser betreten. Das ist, weil die das einfach nicht programmiert haben. Aber viele schreiben, dass es eigentlich geht. Ja, und warum geht's bei uns nicht? Was machen wir falsch? Er leuchtet ja. Ja, er leuchtet. Ich habe auch geschaut. Ich habe auch alles Mögliche gedrückt, so. Oder geht's nicht, weil ich mit Pokéball spiele? Dass das Spiel das nicht schnallt? Nein, daran kann das doch nicht liegen. Doch, wenn die Entwickler da nicht dran gedacht haben. Und das ist ihnen zuzutrauen. Nintendo High Quality ist auch nicht mehr das, was es mal war. Probieren wir es bei dem nochmal. Ja, aber es ist ja auch Quatsch. Weil ja, ich meine, wie willst du dann auch dazukommen, so? Dann müssten die ja auch eine extra Animation dafür erschaffen, dass man dann dazukommt. Und das macht Game Freak nicht. Das Schütteln auf dem im Kampf funktioniert nur an Land, schreibt jetzt hier der Jackson. Ja, weil das einfach nicht programmiert wurde fürs Wasser. Du bist weg, dich gibt's nicht. Ja, okay. Ihr müsst schütteln. Dann haben wir ja auch alles gemacht. Ja, ich glaube auch, dass es nur an Land funktioniert. Dann hätte es ja funktioniert. Richtig. Müssen wir dann leider so akzeptieren. Hilft ja nichts. Nimiro, Kuss und Daumen hoch für 50 Bitzen. Gönnung von der Dominik ist heute mal wieder aktiv. Ja, ich sehe es. Ihr seid alle wieder wahnsinnig am Start. Danke. Ich will bei Game Freak arbeiten, nur um denen zu zeigen, wie Multiplayer funktioniert.
Den musst du, glaube ich, einfach vieles alles zeigen. Grundsätzlich. Auch Grafik und so. Ihr braucht zwei Pokémon, mit denen ihr auf dem Wasser das schwimmt. Das glaube ich glaub nicht. Glaube ich auch nicht. Macht alles keinen Sinn. Ich meine, man kann ja nicht mal auf zwei Pokémon reiten. Wieso sollte das dann das andere dann gehen? Und wieso sollten das die Entwickler so verstecken, dass man auf dem Wasser zu zweit spielen kann? Das ist so ein Secret, so. Ja. Lul. Aber Zapdos schmeiß ich jetzt mal raus. Hast deinen Skill gezeigt? Aber wir wollen ja nicht zu sehr von seiner Stärke profitieren. Ich habe gleich keinen Megasauger mehr, das ist Belasto. Ich hoffe, ich bin gleich fertig hier. Ja, lang dauert's nicht mehr. Da ist noch eine Trainerin. Ja, aber es gibt dann auch noch eine Wasserpassage von den Seeschauminseln zur Zinnoberinsel, ja. Und wie gesagt von Alabaste nach Zinnober. Also es ist schon noch was. Machen wir natürlich nicht alles heute, aber dennoch. Von Ingo-san, danke für eine Münze. Lukas Bensky 3. 10 Jahre Mario und Bowser Inside Story ging los. Das Verfolgen meinst du? Der macht doch auch Rasierblatt. Stimmt, ich hab's ja zweimal Let's Play. Einmal auf dem 3DS, einmal das Original. Wie viel kostet das Spiel? In der Videobeschreibung ist ein Link. Unlogisch, alle stehen sie auf dem Wasser. Nee, wenn man mal genau hinschaut, dann ist das also, ja hier so flach, so. Flaches Wasser und da ist irgendeine Steinplatte. Also sowas kann vorkommen. Ist vielleicht ein bisschen zufällig, dass das überall so ist. Aber vielleicht treffen wir uns ja auch einfach nur auf offener See mit den Schwimmern und gehen dann an einem bestimmten Ort. Ja, die bleiben ja Ort meistens immer an einem Fleck auch. Also man selbst bewegt sich ja meistens. Genau. Gibt eine kleine Chance auf Dragoran dort, wo ihr seid. Kann man den nicht sogar überall in der Luft? In der Luft, fangen? Ja, wenn du eine bestimmte Fangkette hast, kommt der fast überall vor. Genauso wie Glurak. Ja. Unter besonderen Umständen. Ah, schau, das sind wir ja schon. Da kann ich jetzt wieder mitspielen. Yay. Musste ich leider enttäuschen. Der Part endet ja, hier. Gut. Nein, wirklich. Ja, ich weiß. Okay. Die Seeschauminseln machen wir ja, beim nächsten Mal. Danke fürs Ansehen und wenn es gefallen hat, dann gerne einen Like und ein Abo dalassen, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Voraussichtlich morgen. Ja, jetzt sind diese ganzen Pausen vorbei. Kommt wieder mehr Pokémon. Wir ziehen durch. Und ich habe gelesen, in den Seeschauminseln gibt es auch ein legendäres Pokémon. Ob das stimmt, das finden wir bald raus. Ciao und bis bald.